Nous avons une sœur parmi nous. Wir haben eine Schwester unter uns. Qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Die etwas vom Herrn empfangen hat. Et le Seigneur lui a dit, l'a dit de partager ça avec tout le monde. Und der Herr hat ihr gesagt, dass sie mit allen darüber sprechen soll. Moi, je vais appeler la sœur Marceline de passer devant pour partager. Ich möchte gerne die Schwester Marceline rufen. Parce que c'est une recommandation, nous devons accepter. C'est pas nous qui le voulons, c'est Dieu lui-même qui veut que ça soit comme ça. On fait ce que Dieu demande. Der Herr möchte, dass es so ist. Wir haben das nicht vorbereitet. L'œuvre que nous faisons en Allemagne, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Das Werk, das wir in Deutschland tun, ist nicht das Werk von jemandem. Ce n'est pas l'œuvre des gens de Stuttgart. Ist nicht das Werk von Leuten aus Stuttgart. Mais c'est l'œuvre du Seigneur en Allemagne. Sondern ist das Werk, das in Deutschland getan wird. C'est pourquoi nous allons faire ce que le Seigneur nous dira de faire. Und deswegen tun wir das, was Gott möchte, dass wir tun. Nous n'avons pas un pasteur ici. Wir haben keinen Pastor hier. Mais nous avons un pasteur là-haut. Aber da oben haben wir einen Pastor. C'est lui qui nous dirige. Er selbst führt und leitet uns. Hier, on était dans le système. Gestern waren wir im System. Et Dieu nous a fait grâce. Und der Herr hat uns Gnade geschenkt. D'y sortir. Damit wir rauskommen. C'est pourquoi nous ne voulons plus rentrer dans ces bêtises. Deswegen wollen wir nicht mehr in den Unsinn von gestern reinkommen. Vraiment, nous allons voir à chaque fois que nous allons passer. Si Dieu te met quelque chose à cœur, ne gardez pas ça. Venez parler, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Jedes Mal, wenn Gott dir was aufs Herz legt, sollst du auch nach vorne kommen und das mit allen teilen. Amen. Amen. Parce que dans le système, il y avait seulement une personne qui avait une grosse bouche. Weil im System war es so, dass nur eine Person einen großen Mund hatte. Et les autres, ils ont des grosses oreilles. Und die anderen hatten große Ohren. Mais dans le Seigneur, c'est pas comme ça. Aber im Herrn ist es anders. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Wir klatschen für Gott. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus-Christ. Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, liebe Brüder und Schwestern, ce n'est pas de ma volonté de passer devant, mais ça fait deux semaines que le Seigneur me visitait. Seit zwei Wochen möchte der Herr mit mir sprechen. Il a visité ma fille. Und er hat mein Kind besucht, meine Tochter. Avec des paroles très claires. Mit ganz klaren Worten. Vous savez, lorsque nous étions nous tous dans des systèmes. Wir alle waren im System. On nous a tellement inculqué des choses qui n'étaient pas de Dieu. Und man hat uns so in Dinge reingepfropft, die nicht von Gott waren. Il y avait toujours des paroles qui disaient que nous ne sommes pas la queue mais la tête. Wir haben immer diese Worte gehört, wir sind nicht der Schwanz, sondern der Kopf. En de cela, nous ne voyons pas ce que le Seigneur voulait dire dans cette parole-là. Aber wir haben nicht realisiert, was uns Gott durch dieses Wort sagen wollte. Nous voyons le matériel. Aber wir sahen nur die Materie. L'argent, das Geld, le mariage, Hochzeit, les enfants, Kinder. Donc tout ce qui est matériel. Alles was materiell ist. Mais lorsque nous rentrons dans la parole vraiment dans la profondeur de la parole. Aber wenn wir in die Tiefe des Wortes eintauchen. Là le Seigneur commence à nous enseigner. Möchte der Herr uns etwas lehren. Les richesses que lui il a déposées en nous. Diese von diesen Reichtümern, die er in uns gelegt hat. Ma fille a eu un songe. Meine Tochter hatte einen Traum. Le Seigneur l'a visité par rapport à moi. Der Herr hat ihr was über mich gezeigt. Et lorsqu'elle m'a appelé parce qu'elle est à Frankfurt. Und als sie mich angerufen hat aus Frankfurt. Dit, Maman, j'ai eu un songe aujourd'hui, j'ai tremblé. Sagt sie mir, ich hatte einen Traum heute, Mama, und ich habe gezittert. Parce que ça fait un peu longtemps que j'ai pris dans les coulisses pour toi, pour que le Seigneur puisse te visiter. Weil ich habe schon länger gebetet für dich, dass der Herr dich treffen möge. Et là, elle commençait à m'expliquer les songes. Comment le Seigneur lui a dit de me dire à moi que chaque fois quand Und sie hat mir gezeigt diesen Traum, den der Herr über mich gezeigt hat. Quand je sers le Seigneur, wenn ich dem Herrn diene, j'ai toujours peur de dire de toutes les choses que le Seigneur me dit de dire.
dann habe ich immer Angst, die Dinge auszusprechen, alle Dinge, die der Herr mir sagt, dass ich aussprechen soll. Parce que je regarde toujours que je suis une femme, je suis, weil ich denke mir immer, naja, ich bin eine Frau. Parce que ce sont des choses que nous avons vécues dans les systèmes. Weil diese Dinge haben wir im religiösen System erlebt. Ce qui nous colle toujours dans les corps, qui nous suit. Wir haben das immer noch an uns. Alors le Seigneur lui a parlé. Der Herr hat zu ihr gesprochen. Elle m'a expliqué. Und sie hat mir was erklärt. Moi aussi, j'ai prié. Am selben Tag habe ich gebetet. J'ai dit, Dieu, parle-moi. Ich sagte, Herr, sprich zu mir. Qu'est-ce que toi tu veux de moi? Was willst du von mir? Parce que ma fille, elle a dit, le Seigneur lui a dit, je vois ta maman comment elle prie pour l'Allemagne. Der Herr hat zu meiner Tochter gesagt, ich sehe, wie deine Mama für Deutschland betet. Mais c'est qu'elle ne sait pas. Aber sie weiß etwas nicht. Moi, je veux qu'elle puisse aller encore plus loin. Aber ich möchte, dass sie noch tiefer geht. Et là, je disais, comment je dois faire? Und ich sagte, wie soll ich das tun? Je regardais à Freiburg, là où moi je suis. Und ich habe in Freiburg geschaut. Tout autour de moi, il y a que des systèmes qui règnent. Um mich herum gibt's nur religiöse Systeme. Et si je regarde aussi mes enfants, und wenn ich meine Kinder anschaue, j'ai dit, mais père, qu'est-ce que je vais faire? Sage ich, Vater, was soll ich tun? Alors, cette journée-là, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement prié à Dieu. Und an diesem Tag habe ich so geweint und so gebetet. Et la nuit, le Seigneur est venu me visiter. Und in dieser Nacht hat der Herr mich besucht. Elle a commencé à me montrer les gens qui étaient dans le système. Hat mir gezeigt, welche Leute im System sind. Je voyais tellement des choses que je ne pouvais pas comprendre. Ich habe so viele Dinge gesehen, die ich nicht verstand. Un jour après, je commence à vivre des choses que j'avais vues dans les songes. Und einen Tag später habe ich alles erlebt, als was der Herr mir im Traum gezeigt hat. D'âme des gens là qui sont die Seelenzustände dieser Menschen, die in den Gemeinden sind. Ils sont devenus tout nus. Die sind alle ganz nackt gewesen. Ils n'ont plus la parole. Sie hatten kein Wort Gottes mehr. Ils sont complètement corrompus. Total korrumpiert. J'étais tellement triste dans mon cœur. In meinem Herzen war ich so traurig. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur. Und ich habe geweint, Herr. Ce sont des gens que moi j'ai aimés. Das sind Leute, die ich geliebt habe. Ce sont des frères, des sœurs que moi j'ai aimés. Das sind Brüder und Schwestern, die Mais ich lieb gehabt habe. Aber du bist der Gott der Liebe. Alors, tendre Père. Als Vater, ne les abandonne pas. Als Vater, gib sie nicht auf. Parce que je sais que toi, tu es capable. Weil ich weiß, dir ist es möglich. De prendre les ossements desséchés. Dass du die ausgetrockneten Knochen nimmst. Souffle encore la vie. Und nochmal Leben reinpustest. Afin qu'ils vivent. Damit sie weiterleben. Mais bien-aimés, liebe Geschwister. J'ai commencé à vivre des choses en live. Hab die Sachen erlebt. Si je prends ça aujourd'hui, demain ça s'accomplit. Heute zeigt mir der Herr was und morgen erfüllt es sich. Alors, l'après-midi, un certain après-midi comme ça, und eines Nachmittags, j'ai prié à Dieu. Habe ich gebetet. Et le Seigneur commençait à me und der Herr hat mir was gezeigt. Et c'est pour cela, je ne voulais pas. Und deswegen, en venant ici, j'avais dit, je vais pas me lever pour dire ça. Als ich herkam, dachte ich mir, ich werde nicht aufstehen und das sagen. Toi, tu es Dieu, tu vas rappeler à ton peuple, tu vas dire à ton peuple ce que toi tu m'as parlé. Ich habe gesagt, Herr, du selbst wirst deinem Volk offenbaren, was du mir auch gezeigt hast. Et je te fais confiance. Und ich vertraue dir. Tout le temps j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Die ganze Zeit habe ich gesagt, Herr, ich vertraue dir. Et à chaque fois quand je dis, je te fais confiance. Und jedes Mal, wenn ich sagte, onction terrible qui était descendue dans ma maison, je disais, mais aujourd'hui je vais mourir. Und jedes Mal, als ich dem Herrn gesagt habe, jetzt vertraue ich dir, kam eine Salbung auf mein Haus, dass ich mir gedacht habe, ich sterbe jetzt. Ich war ganz alleine zu Hause, mein Mann war in der Arbeit, und ich dachte mir, wenn mein Mann kommt, wird er mich tot auffinden. Das war Wahnsinn. Après, le Seigneur m'a dit,
prends la Bible. Und nachher hat der Herr mir gesagt, nimm die Bibel. Dans le livre des Corinthiens. Und schau mal in 2. Korinther. Et commence à lire à partir des versets 7. Und Chapitre 4. Und lies Kapitel 4 ab Vers 7. 2. Korinther 4 ab Vers 7. À partir des versets 1. Ab Vers 1. Oui, à partir des versets 1. 2. Korinther 4, ab Vers 1. Je vais lire. C'est pourquoi, ayant ces services selon la miséricorde que nous avons reçue, darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, nous ne nous relâchons pas. Ermatten wir nicht. Mais nous avons entièrement rejeté les choses honteuses que l'on cache. Sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt. Ne marchant pas avec ruse. Und wandeln nicht in Arglist. Ne falsifiant pas la parole de Dieu. Noch verfälschen wir das Wort Gottes. Mais nous rendant approuvé. Sondern durch die Offenbarung der Wahrheit. À toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. Empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Si notre évangile est encore voilé, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, il n'est que pour ceux qui périssent. So ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'entendement. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'Évangile. Damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, de la gloire de Christ, des Gottes, der Gottesbildes nicht sehen. Lequel est l'image de Dieu. Amen. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Uns aber als eure Sklaven Jesu willen. Car Dieu qui a dit que la lumière resplendisse dans les ténèbres. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Est celui qui a resplendi dans nos cœurs. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Lorsque j'ai lu ça, als ich das gelesen habe, j'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, habe ich aufgehört und dann weiter gebetet. Vraiment compris par rapport au songe et par rapport à ce que moi je vis. Ich hab zum Herrn gesagt, Herr, ich habe es nicht wirklich verstanden, was ich da geträumt habe und was Seigneur, ich in meinem Leben erlebt habe. Le Seigneur me dit, continue encore. Dann sagte der Herr zu mir, lies weiter. Et là, je continue. La Bible dit dans le verset 7. Im Vers 7 habe ich weitergemacht. Mais nous avons ces trésors dans ces vases de terre. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Afin que l'excellence de cette puissance soit de Dieu et non pas de nous. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Étant affligés à tous égards, in allem sind wir bedrängt, mais non réduits entièrement à l'extrémité. Aber nicht erdrückt. Étant en perplexité, mais non sans secours. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Étant persécuté, mais non abandonné. Verfolgt, aber nicht verlassen. Étant abattu, mais non perdu. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Portant toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur Jésus. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Car nous qui vivons, denn ständig werden wir, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Jésus. Die Lebenden dem Tod überliefert um Jesus willen. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. De sorte que la mort opère en nous, mais la vie en vous.
Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Alors le Seigneur commençait à me parler. Dann hat der Herr zu mir gesprochen. Et le Seigneur commençait à me parler. Und der Herr hat zu mir gesagt: Tu vois là? Schau mal. C'était Paul. Das war Paulus. Lorsqu'il dit que il meurt dans son corps. Als er gesagt hat, er stirbt in seinem Körper. Son corps mourait pour que la vie de Christ puisse être manifestée. Sein Körper starb, damit das Leben Jesu Christi da sichtbar werde. Et il m'a dit, und er hat zu mir gesagt, regarde-toi. Schau dich mal selbst an. Tu vois toutes les douleurs, toutes les souffrances par laquelle tu passes. Schau mal alle die Leiden, durch die du gehst. Ici, en Allemagne, il y a beaucoup de mes enfants. In Deutschland hier gibt es so viele von meinen Kindern. Ils souffrent. Die leiden. Ils sont malades. Sie sind krank. Ils manquent. Sie haben Mangel. Ils ont tant de problèmes. Sie haben viele Probleme. Mais apôtre Paul te dit quelque chose. Aber der Apostel Paulus sagt was. Que pour que la vie de Christ soit manifestée. Damit das Leben Jesu Christi offenbar werde. C'est-à-dire, das heißt, lorsque nous souffrons. Wenn wir leiden, au début, il a dit, il a déposé en nous des richesses. Am Anfang hat er gesagt, er hat in uns Reichtümer gelegt. Des systèmes, on nous a dit la richesse que nous devons avoir en Jésus, c'était l'argent, c'était des enfants. Aber als wir im System waren, hat man uns gelehrt, dass die Reichtümer aus Kindern, Häusern, Geld besteht. Mais là, Dieu me dit, aber hier lehrt Gott mich. Tu vois les richesses? Sieh mal diese Reichtümer. Das ist die Kraft, die du hast. Die Kraft, dass du jemandem vergeben kannst. Weil jemandem vergeben, das kann nicht jeder. Jemanden lieben, das kann nicht jeder. Jemandem was Gutes tun, das kann nicht jeder. Nous voyons, mes bien-aimés, des frères, des gens que nous connaissons, comment ils vont vendre leur âme pour l'argent. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Leute, die wir kennen, die ihre Seele für Geld verkaufen. Mais Jésus l'a dit, Jesus hat gesagt, il a dit, tu vois, la souffrance de Paul, dieses Leiden von Paulus, seulement pour que ma vie puisse être manifestée, war nur, damit mein Leben offenbar werde, et que les autres puissent recevoir cette vie, und die anderen dieses Leben empfangen können. Si Paul il a réussi à résister contre le péché, wenn Paulus es schafft, gegen die Sünde zu widerstehen, la force de Paul, war es nicht seine eigene Kraft, sondern Christus in ihm. C'était Jésus qui opérait en lui. Tat was in ihm. Et pourquoi, mes bien-aimés, mes enfants, vous ne vous laissez pas, vous ne vous abandonnez pas, que Christ puisse nous transformer. Meine Geliebten und alle Kinder, hindern wir Gott je nicht, dass Gott uns ändern könnte. Je n'en pouvais plus. Ich konnte nicht mehr. J'ai commencé à tourner, j'écoutais, j'étais là, rempli. Mes yeux, c'était comme si ça allait exploser. Ich war wie wenn ich explodieren würde. Ich konnte nicht mehr. Das war so stark. Il dit, der Herr sagte, tu vois le temps de la perfection. Siehst du diese Zeit der Perfektion? Lorsque je t'appelle, wenn ich dich ruf, je te fais passer par des chemins que toi tu dois comprendre. Lass ich dich Wege gehen, damit du verstehst. Ta souffrance, dein Leiden, c'est juste un enseignement. Ist nur eine Lehre. L'entourage que toi tu vis, diese Umgebung, in der du lebst, das ist nur eine Lehre. Tout ce que tu as vécu là dans des assemblées où toi tu as passé, alles was du in diesen Gemeinden erlebt hast, c'est pour que tu puisses comprendre, das war nur damit, moi, Dieu, j'existe, damit du verstehst, dass ich Gott existiere. Es gibt keinen Pastor. Es gibt nichts, was dir das Leben geben kann, nur ich. Es gibt nichts, das dein Leben ändern kann, wenn ich dich nicht ändere. Siehst du diese Zeit der Perfektion? Du musst sterben. Du musst leiden. Und wenn du jemanden siehst, der leidet wie du, wollte er vielleicht zum Zauberer gehen? Und du hast dieses Leiden mit mir erlebt. Sag zu ihm, Jesus hat mir die Kraft gegeben, dieses Leiden zu überwinden, und dann wird er errettet werden.
Lorsque toi tu vas voir quelqu'un qui dit, wenn du zu jemanden gehst, je ne peux pas pardonner cette personne. Und der sagt, ich kann nicht verzeihen. Tu lui dis, sagst du ihm, j'étais autrefois comme toi. Ich war früher wie du. Mais lorsque je me suis laissé que Jésus puisse habiter en moi, aber als ich Jesus in mir wohnen ließ, hat er mir die Kraft gegeben zu vergeben. Habe ich die Kraft bekommen zu lieben? Habe ich die Kraft bekommen, anderen zu helfen? Ich schaue mich nicht an als jemanden, der krank ist. Heute kannst du krank sein. Warum diese Krankheiten? Weil du eine Lehre bekommen musst. Et il faut que tu puisses te souvenir là au ciel, damit du dich erinnern kannst, dass im Himmel keine Krankheiten existieren. Es gibt nichts Unperfektes mehr. Es gibt nur Exzellenz. Es gibt nur Christus, der regiert. Wir klatschen für den Herrn. J'étais en train de trembler seul. Ich habe gezittert. J'étais à genoux. Ich war auf den Knien. Je pleurais. Ich weinte. J'ai dit, Seigneur, comment devrais-je parler? Wie soll ich reden? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Werden sie mich anhören? Elle m'a dit, voilà le défaut que tu as. Schau mal, das ist einer deiner Fehler. Weil du möchtest wieder zurückgehen. Das, was ich dir zeige, willst du nicht weitergeben. Aber ab heute breche ich den Egoismus, der in dir ist. Mes frères et sœurs, Brüder und Schwestern, moi je vous apporte ce que le Seigneur m'a donné. Ich bringe euch nur das, was der Herr mir gegeben hat. Il n'est pas un homme pour mentir. Er ist kein Mensch, damit er lüge. C'est lui le créateur des cieux, sondern er ist Schöpfer von Himmel und Erde. Le temps de la perfection que nous passons, die Zeit der Perfektion, die wir erleben, nous allons souffrir. Da in diese Zeit werden wir leiden. Apôtre Paul a dit que nous ne serons pas perdus. Der Apostel Paulus hat gesagt, es gibt einen Ausweg. Man kann uns auspressen, aber das ist nur eine Lehre. Damit der neben dir ist, du kannst ihm dann mit sagen, mit Jesus habe ich das erlebt. De vivre ça, c'est pas pour toi. Der Herr hat gemacht, dass du das alles erlebst, nicht für dich alleine. Il t'a permis de vivre tout cela pour que ton entourage puisse être sauvé. Er hat erlaubt, dass du das alles erlebst, damit auch deine Umgebung gerettet werde. Arrêtons de chercher toujours que Dieu puisse nous donner une femme. Hört auf damit, dass der Gott dir eine Ehe schenkt. Un enfant. Ein Kind. Une voiture. Ein Auto. Tu sais ce que le Seigneur m'a fait montrer? Weißt du, was der Herr mir gezeigt hat? Regarde, schau mal. Le jour où tu étais né, an dem Tag, an dem du, geboren wurdest, bist du aus dem Leib deiner Mutter gekommen. Hattest du auch keine Kleidung an? Du hattest kein Geld, du hattest kein Auto, gar nichts, kein Haus. Warum willst du jetzt Häuser suchen? Ihr seid von der Ewigkeit gekommen und ihr geht wieder in die Ewigkeit zurück. Das hat mir der Herr gesagt. Versteht mich. Ich sagte, Herr, mes oreilles c'était comme si on a ouvert tous les tympans de mes oreilles, ça soufflait de tous les côtés. Meine Ohren waren so weit geöffnet, ich hörte von allen Richtungen Dinge. J'ai dit, Seigneur, ich sagte, Herr, qu'est-ce que je vais faire? Was soll ich tun? Ici à Freiburg, je n'ai personne ici pour même aller donner la nourriture aux pauvres. Ich habe hier keinen, damit ich mit ihm gehe und Nahrung den Armen gebe. Wen kann ich denn anrufen, der mit mir geht? Tu sais, le jour là, an dem Tag, il m'a donné trois numéros de compte que je dois faire. Il m'a dit, hat er mir drei Kontonummern gegeben, die ich machen soll. Er hat gesagt, es ist Zeit für Deutschland. Du musst soutenir zurück zum Wort. Du musst zurück zum Wort unterstützen. Faire,
d'avoir Auftrag que chaque mois ton argent tu dois donner comme offrande du là-bas. Dauerauftrag machen jedes Monat für die Witwen und Waisen. Tu dois soutenir le pain de vie en France. Du musst das Brot des Lebens in Frankreich unterstützen und du musst TV de Vie unterstützen. Ich habe alles geschrieben. Pour vous montrer que ce n'est pas des blagues. Ich habe alles aufgeschrieben, meine Geliebten, damit ich euch zeige, dass ich nicht lüge oder das heute erfunden habe. Ich wollte euch das gar nicht sagen, alles. Drei Kontonummern habe ich bekommen vom Herrn. Vous voyez? Damit ich il y a le compte de TV de diese Vereine unterstütze. Il y a le pain de vie. Es ist das Konto von TV de Vie, es ist das Konto von tägliches Brot und es ist das Konto von Zurück zum Wort. J'ai compris ce que le Seigneur veut faire. Und dann habe ich verstanden, was der Herr in Deutschland tun möchte. Die Zeit ist da. Du, Frau, arrête de pleurer pour ton sort. Hör auf, wegen deines eigenen Fluchs zu weinen. Un homme que tu cherches seulement à avoir une femme, wenn du ein Mann bist und nur auf Frauensuche bist, dann hör auf damit. Le Seigneur est en train de revenir. Weil der Herr kommt zurück. Le temps de la perfection. Die Zeit der Perfektion. Elle nous est donnée comme une richesse. Ist uns gegeben als Reichtum Gottes. Elle nous est donnée comme une richesse. Ist uns gegeben als une Reichtum. Richesse à donner aux autres. Ein Reichtum, den wir mit anderen teilen müssen. Avec les autres. Mit anderen teilen müssen. Aller montrer combien Jésus Christ est puissant. Und ihnen zeigen, wie mächtig der Herr ist. Combien il est fidèle. Wie treu Gott ist. Je vous dis, j'ai commencé à vivre des choses pas possibles. Ich habe Dinge erlebt, unglaubliche Dinge. Je pars au travail. Ich gehe in die Arbeit. Mes amis de travail, l'une d'elles. Meine Kollegen in der Arbeit. Elle est venue, elle m'a dit. Ist gekommen, hat gesagt. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux pas me parler de la personnalité de Jésus-Christ? Ich verstehe nicht. Eine ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich verstehe nichts. Kannst du mir was über Jesus erzählen? Ich war komplex. Ich wusste, das ist der Herr. Je pars à une maison africaine pour acheter des choses. Ich gehe in ein afrikanisches Haus, um dort was zu kaufen. Je voulais juste acheter des plantains. Ich wollte nur Bananen kaufen. Quand je cherchais les plantains, und als ich die Bananen holte, la femme qui travaille là-bas, c'est une Ivoirienne. Die Frau kommt aus Côte d'Ivoire, die dort arbeitet. Elle m'appelle, elle dit, Sœur Marceline. Hat zu mir gesagt, Schwester Marceline. Moi, j'ai dit oui. Elle m'a demandé, tu connais une telle femme comme ça? Sie hat zu mir gesagt, kennst du eine Frau, diese und jene Frau? Moi, j'ai dit oui. Habe ich gesagt, ja. Elle m'a demandé, tu vas ensemble dans leur église? Sie fragte mich, gehst du mit dir in die Gemeinde? Et là, il y a une voix audible qui me dit. Und da habe ich eine hörbare Stimme gehört. Parle, maintenant ouvre ta bouche. Sprich und sag die Wahrheit. J'ai commencé à parler avec la femme. J'ai commencé à la prêcher, pas possible. Ich habe zu ihr gepredigt. Je lui ai dit, je ne pars pas là-bas. Unmöglich. Mais je connais quelqu'un qui donne la vie. Ich habe gesagt, ich kenne jemanden, der das Leben gibt. Sein Name ist Jesus Christus. Lui, il est omniprésent. Er ist allgegenwärtig. Dans ta chambre, là où toi tu es, là où toi tu dors. In deinem Raum, wo du schläfst. Si tu le cherches. Wenn du ihn dort suchst, wird er dich besuchen. Ich habe mit dieser Frau gesprochen und eine andere Frau kam auch noch. Und noch eine andere. Sie sind zu dritt gekommen. J'ai commencé à parler et je vois l'autre femme là-bas qui commence à crier. Amen. Je dis. Ich, sie sind gekommen. Ich habe gesprochen und eine Frau sagte Amen. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
Was ist hier los, denke ich mir. Ich habe ihnen Bibelverse gegeben, ich habe gesprochen. Es gibt keinen Mensch, keinen Pastor, der dir das Leben schenken kann. Ich habe zu ihr gesagt, Jesus hat gesagt, komm zu mir. Er hat nicht gesagt, geh zu den Pastoren, sondern der Pastor hat auch Probleme und Leiden. Jesus gibt das Leben. Er me dit, mais ma sœur, tu sais que je suis chrétien. Moi, je dis non, 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 non. Toi, tu dois d'abord chercher à rencontrer Jésus personnellement. Du selber musst erstmal Jesus suchen. Et c'est là où ta vie va changer. Und dann wird dein Leben sich ändern. J'ai commencé à parler, ich habe gesprochen und gesprochen wie eine Verrückte. Et la femme, elle m'a regardé. Elle ne pouvait même plus vendre. Und diese Frau konnte nichts mehr verkaufen. J'étais là seulement pour 5 minutes prendre mes plantains, mais j'ai fait une heure du temps. Ich war nur dort, um 5 Minuten meine Bananen zu kaufen, aber eine Stunde habe ich gepredigt. Et ce n'est pas fini. Hier je voulais acheter une carte, mais comme ma voiture elle est ein anderes panne, Zeugnis gestern habe ich was wolltest du kaufen? Eine Karte. Also eine Karte, eine Ladekarte. Oui. Et puis j'ai dit, ah, je n'ai pas de voiture, je vais pas arriver à 21h chez la femme là, je dois seulement l'appeler. Und ich habe mir gedacht, ich habe kein Auto, ich kann nicht um 21 Uhr hinfahren, ich rufe sie mal an. Et je l'ai appelé. J'ai dit, s'il te plaît, donne-moi la carte, je vais passer demain parce que je dois voyager très tôt à 5h pour aller à Stuttgart. Je dois avoir vraiment des unités dans mon portable. Ich hab zu ihr gesagt, sag mir bitte die Nummer durch und ich werde morgen das bei dir bezahlen. Parce que je dois, peut-être je dois joindre mes soeurs là-bas si je n'arrive pas à me retrouver sur la route. Und morgen komme ich nach Stuttgart. Ja. Ja, je lui ai dit que passe-moi la carte, ja, parce que demain je dois voyager. Gib mir die Nummer durch, weil morgen werde ich reisen. Oui. Et je dis, quand je vais rentrer, je vais te donner l'argent. Und wenn ich zurückkomme, dann werde ich dir das Geld überhändigen. Et elle m'a dit, ok, d'accord. Elle m'a donné le okay, numéro. Okay, sagte sie. Dann hat sie mir die Nummer gegeben. Directement, elle m'a dit, ah, ma sœur. Und sie hat mir gesagt, oh meine Schwester. Tu m'avais parlé l'autre jour là, tu vas aller le 23 à la réunion de prière qui sera à Paris. Du hast mir doch gesagt, du wirst am 23. da bei dieser Versammlung in Paris teilhaben. Depuis ce jour-là, je ne dors pas. Und seit diesem Tag kann ich nicht mehr schlafen. Mais les sites là, je n'arrive pas vraiment à bien ouvrir des vidéos. Aber ich komme nicht richtig in die Videos von dieser Internetseite rein. Ma tablette, je commençais à lui montrer comment aller dans des pour dann habe ich mein Tablet genommen und habe ihr das Prozedere gezeigt, wie man da reinkommt. Et puis elle me dit, mais ah, ma sœur, tu sais depuis ce jour-là, dans mon cœur. Sie hat mir gesagt, oh, seit diesem Tag ist in meinem Herzen was. Il y a quelque chose, je ne dors pas, c'est comme ich kann nicht schlafen. Quelque chose qui est en train de me parler, Etwas in mir spricht. Je dis, arrête ça, c'est le Saint-Esprit qui te dit, va, tu vas recevoir. Ich habe zu ihr gesagt, das ist der Heilige Geist, der mit dir spricht. Jésus. Du wirst Jesus treffen. Mais tu sais, moi je suis chrétien. Moi j'ai dit, ma sœur. Und sie sagt, ich bin doch Christin. J'étais aussi dans les assemblées. Und ich habe zu ihr gesagt, meine Schwester, ich war auch je in den Versammlungen. Que je servais le Seigneur de toutes mes Und forces. Ich dachte auch, dass ich den Herrn mit meiner Kraft diene. Lorsque le Seigneur m'a sorti de là, aber als der Herr mich von dort rausgeholt hat, c'était les écailles qui étaient tombées de mes waren es Schuppen von meinen Augen, die gefallen sind. De voir combien on nous endormait.
on faisait des tours de nous pour que nous soyons comme des canards. Ja, man hat uns sowas von eingeschläfert und man hat uns dort zu Enten gemacht. De tout notre cœur, on voulait chercher à servir le Seigneur. Wir wollten unbedingt dem Herrn dienen. Mais il y avait toujours quelqu'un qui était devant, croyant que nous devons le servir à lui. Immer jemand, der vorne stand, und wir haben schließlich unendlich ihm gedient. Et sans le savoir, que je croyais qu'elle parlait avec moi toute seule. Und ich dachte, sie sprach mit mir allein. Okay, elle était avec d'autres personnes. Aber bei ihr waren noch andere Leute. Elle a mis le micro. Sie hat den Lautsprecher eingeschaltet. À parler, je commençais à prêcher, je commençais à le und ich habe gesprochen, ermutigt, Verse gegeben, gepredigt. Und ich habe hinter ihr eine ganze Gruppe gehört, die sagte Amen. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ich dachte mir, wow, was ist da los? Et puis, tout d'un coup, elle m'a dit, oh, ma sœur, tu dois venir. Vraiment, tu dois venir parce que je ne dors pas bien. Und sie hat zu mir gesagt, meine Schwester, komm doch zu mir, ich schlafe nicht mehr gut. Moi, je dis, tu sais, regarde dans telle date dans TV de vie, ils viennent de chez toi, là, de chez, en Côte d'Ivoire. Und ich habe zu ihr gesagt, schau mal rein auf TV de vie, da gibt es ein Programm in der Côte d'Ivoire. Tu dois embrasser la vraie parole. Ich habe zu ihr gesagt, du musst das wahre Wort umarmen. Du musst Jesus Christus selbst erleben. C'est pour cela, mes bien-aimés. Deswegen, meine lieben Geschwister, als ich hierher kam, dachte ich nicht, dass ich euch das alles erzähle. Aber als ich hier gesessen bin, habe ich was gespürt. La première tour, on a fait comme ça là. Als wir getanzt haben, je disais non, non, non. Als andere gesagt haben, komm, tanz mit uns. J'étais comme en combat avec Dieu. Sagte ich, nein, 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 weil ich war ständig mit dem Herrn in Gespräch. Ich habe mit ihm gekämpft. Der Herr sagte, du musst sprechen. Ich sagte, nein, tue ich nicht. Je vais juste vous exhorter. Und deswegen möchte ich heute ermutigen, pour moi aussi. Euch und mich. Le Seigneur nous montre sa parole. Zeigt uns sein Wort. Maintenant, on est temps de l'Allemagne. Jetzt ist die Zeit für Deutschland gekommen. Dans une autre vision, elle m'a montré, elle m'a dit, in einer anderen Vision hat er mir gezeigt, réveil que toi, tu vois là, diese Erweckung, personne qui peut l'arrêter. Die du siehst, bientôt es gibt keinen Menschen, der diese Erweckung aufhalten kann. Oui, mes bien-aimés, je vous dis, Jésus est témoin. Meine Geliebten, Jesus ist Zeuge. Il m'a dit, tu vois là, er hat gesagt, schau mal, tu vois là, 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 schau da, da und dort. Le feu est déjà allumé. Das Feuer personne ist schon, ne peut plus arrêter ça. Das Feuer bientôt, tu vas schon, voir. Keiner kann das Feuer noch stoppen. Und bald wirst du sehen. Ce que nous devons faire, und das, was wir tun sollen, abandonne-toi, Christ. Du sollst dich Jesus hingeben. Avec tes faiblesses, mit all deinen Schwächen, avec tes incapacités, mit deiner Unkapazität. Lui seul, il est notre force. Er allein muss unsere Kraft il sein. Est notre puissance. Unsere Kraft. Avec lui, mit ihm, il y a plus de barrage. Haben wir keine Mauern mehr. Ouvre ta bouche. Sprich. Ce qu'il a mis en toi, was er dir gezeigt hat, dis merci pour ma sag, souffrance. Danke, Herr, für die Leiden, die ich bis jetzt gehabt habe. Toi. Und Herr, benutze à cause mich. De cette douleur, wegen dieser Leiden, je dois te chercher toujours. Parce que je sais que c'est toi la guérison. Ich danke dir, Herr, wegen meiner Schmerzen, weil wegen dieser Schmerzen suche ich dich. Und ich weiß, über diese Schmerzen wirst du mich perfektionieren. Wir müssen durch das Feuer gehen, wir müssen über das Kreuz gehen. La souffrance, ce n'est pas notre ennemi. Das Leiden ist nicht unser Feind. Ce sont les escaliers que nous montons. Das sind nur Treppen, über die wir steigen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Können wir Jesus Christus klatschen? Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer Jésus Christus? Nous voulons l'acclamer. Jésus-Christ en Allemagne 100%. Jesus Christus in Jésus-Christ en Allemagne 100%. 100% Jésus-Christ Christ dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons. Jesus Christus in unseren Häusern, in unserer Arbeit, in unseren Familien. Arrêtez de parler de Jésus seulement là où il y a des chrétiens.
Hört auf, wenn nur von Jesus zu sprechen, wenn ihr unter Christen seid. Je ne sais pas parler correctement l'allemand. Ich kann nicht so gut Deutsch sprechen, aber in der Arbeit. Si on me donne seulement le sujet de Jésus, l'allemand devient parfait. Wenn man mir das Thema über den Glauben gibt, Amen. Spreche ich korrektes Deutsch. L'allemand devient parfait. Mein Deutsch ist dann perfekt. Je ne sais même pas où je trouve des mots. Ich weiß nicht mal, wo ich die Wörter hier habe. On pouvait parler 15 minutes. On a fait une heure. J'ai pris le retard dans mon travail. Je dis, arrêtez. On va faire. Ich habe eine Stunde lang in der Arbeit gesprochen. Je lui ai dit, ma ich habe ihr gesagt, meine Schwester. Dieu t'aime. Gott liebt dich. Il y a un jeune homme. Es gibt einen jungen Mann. Il a jamais entendu parler de Jésus. Er hat niemals gehört über Jesus. Chaque fois quand il vient, aber jedes Mal, wenn er kommt, il me regarde seulement comme ça, schaut er mich an. Dit, ah, si je te vois, je dois gêner. Il n'a jamais gêné de sa vie. Il a gêné trois jours. Er hat gesagt, wenn ich dich anschaue, muss ich fasten. Er hat vorher noch nie gefastet und er hat drei Tage gefastet. Il m'a dit, er hat zu mir gesagt, tu sais, à partir de ce jour-là, weißt du was, ab diesem Tag, l'autre l'a dit, tu sais que toi, ta maman est morte. Mais je crois que Dieu a préparé dans son plan pour ton salut. Et la femme là, elle dit à ces garçons. Diese Frau hat zu diesem jungen Herrn gesagt. Que Dieu m'a mis là, qu'on travaille avec lui pour le salut des garçons. Dass der Herr mich da reingestellt hat in die Arbeit, damit dieser junge Herr gerettet werde. Vous savez pourquoi? Wisst ihr warum? Parce que lorsque on me maltraite au travail. Weil wenn man mich schlecht behandelt in der Arbeit. On Marcel. Und man fait tellement de mal. Mir sehr weh tut. Les injustices que je ne comprends même pas. Die Ungerechtigkeiten, die ich gar nicht verstehe. Je n'ouvre pas la bouche. Dann sage ich nichts. Je dis à toi, Seigneur, toute la gloire. Dann sage ich, Herr, dir gebührt die Ehre. Amen. Amen. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Wow. Wow. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous.